Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet, dass er bei diesem Rennen Geschichte schreibt. Immerhin hat er 10 Jahre dafür gebraucht. Sergio Perez gewinnt sein erstes Formel-1-Rennen und es ist ein wirklich kurioses. Bei dem es gleich zu Anfang wieder knallt und Perez gedreht wird, es sieht nicht gut aus, er fällt zurück. Vorne wie immer Mercedes, allerdings für George Russell, der den Corona-positiv getesteten Lewis Hamilton vertritt und dabei den Stammpiloten Bottas düpiert. Bis zu dieser Szene. Und damit hat wirklich niemand gerechnet, dass Mercedes Fehler macht. Das Team montiert die falschen Reifen. Das wirft alles über den Haufen. Anstatt Doppelsieg nur die Plätze 8 und 9. Und sowas hat man beim Weltmeisterteam überhaupt noch nie gesehen. Eher ein gewohntes Bild dagegen bei Sebastian Vettel. Mit diesem Auto kann er nicht mithalten. Landet irgendwo im Nirgendwo, auch ohne einen Punkt. Und so ist der Weg frei für den tapfer kämpfenden Sergio Perez. Erster Grand Prix-Sieg, eben Geschichte. Tragisch dagegen die Geschichte mit George Russell, denn der Ersatzfahrer war lange auf Siegkurs und hat am Ende nichts außer ein paar warmen George, Worten. I'm sorry for that. That was a brilliant, brilliant drive. Thank you. Thank you. Apropos Geschichte, 50 Jahre nach Pedro Rodriguez gewinnt mit Sergio Perez wieder ein Pilot aus Mexiko ein Formel-1-Rennen. Mir fehlen etwas die Worte. Hoffentlich habe ich das nicht geträumt, wie so viele Jahre zuvor. Vielleicht hilft ihm dieser Sieg für einen neuen Vertrag, denn bei diesem Team geht nächste Saison statt Perez Sebastian Vettel an den Start.